herzlich willkommen zu unserem Expertengespräch. Ja, ich möchte nochmal die Akteure hier begrüßen. Erstmal Professor Thomas Mayer, Ex-Chefvolkswirt der Deutschen Bank, heute Kolumnist und Direktor des Flossbach von Storch Research Instituts. Dann auch Simon Sonnenberg, der hier gerade geredet hat, der auch mit mir die Moderation machen wird, unser Pressesprecher. Ich selbst, Klaus Karat, Vorstand von Monetative. Und dann auch noch Jonathan McMillan, der das erste Statement machen wird, Autor des Buches The End of Bank, das Ende der Banken, der hier ein Eingangsstatement machen wird. Dann kommt das Statement von Thomas Mayer und dann bekommen Sie das Wort. Vielleicht zur Einführung ganz kurz zum Thema Bankenkrisen. Was gibt es für Bankenkrisen? Da fällt mir zuerst eben die Liquiditätskrise ein. Also es wollen Leute zur Bank gehen, wollen Geld abheben, wollen Bargeld haben und die Bank kann es nicht auszahlen. Klassische Bankrun, das wäre eine Art von Bankenkrise. Dann eine Solvenzkrise, das heißt Banken kommen in bilanzielle Schieflagen, Eigenkapital reicht nicht mehr aus, die Aufsichtsbehörden müssen einschreiten und Banken schließen. Dann, was in der letzten Finanzkrise war, der Interbankenverkehr funktioniert nicht mehr und der ist notwendig, um dann insgesamt auch unseren Überweisungsverkehr zu ermöglichen. Das war in der Finanzkrise eingetreten. Und dann vielleicht noch Kreditkrise, also das heißt, die Banken finden keine genügend solventen Kreditnehmer mehr. Und da unser Geld ja ein Kreditgeld ist, schrumpft auch die Geldmenge. Es gibt eine Deflation, das heißt, Schulden werden immer teurer und es fallen viele Schuldner aus und die Banken kommen so in Schwierigkeiten. Das sind jetzt mal vier Stichpunkte, die mir einfallen. Vielleicht einfach zur fachlichen Einführung und dann würde ich jetzt das Wort geben an Jonathan McMillan. Sie haben ein Buch geschrieben, das Ende der Banken, und jetzt auch ein Statement, dass Sie jetzt mit einer Bankenkrise rechnen. Können Sie das in circa 5 Minuten kurz und knackig mal darstellen in den wichtigsten Punkten? Das denke ich, sollte ich hinkriegen. Danke für die Möglichkeit hier. Ja, hier da über dieses wichtige Thema zu sprechen. Und ja, wenn wir über Bankenkrise reden, und du hast es schon gesagt, Klaus, dann stellen wir uns vor, es geht hier um ja den klassischen Bankrun, also als Einleger an die Bank rennen, Angst haben, dass sie kein Bargeld mehr kriegen. Und wir denken nicht, dass das wirklich ein realistisches Szenario sein wird. Und der Grund ist eigentlich ziemlich einfach. Wir haben eine Europäische Zentralbank, die willens und fähig ist, so viel Geld zu drucken und so viel Bankreserven zu erstellen, wie nur irgendwie gewünscht werden könnte. Also man kann sich das vorstellen, es ist wirklich so unmöglich, dass Banken keine Liquidität mehr haben, wie dass ein Mensch verdurstet, solange er in einem See schwimmt. Das ist nicht möglich. Es ist so viel Liquidität da, es wird so viel Liquidität in die Märkte gepumpt, wie noch nie und in einer Geschwindigkeit, wie es noch nie gegeben hat. Es wird keine Liquiditätskrise geben, da bin ich ziemlich überzeugt davon. Jedoch gibt es ein anderes Problem und das ist die Solvenz der Banken. Und Liquidität ist was Grundsätzliches anderes als die Solvenz und das wird oft ein bisschen vermischt in der Debatte. Wenn wir über Liquidität sprechen, dann ist wirklich die Frage, wie viel Bargeld hat eine Bank oder eine Firma oder ein Individuum, um die laufenden Rechnungen zu bezahlen. Jemand kann hoffnungslos überschuldet sein, kann aber immer noch Geld auf seinem Konto haben. Solange die Kreditkarte noch läuft, ist man immer noch liquide. Das heißt aber nicht unbedingt, dass man noch solvent ist. Und wenn ich von Solvenz spreche, dann meine ich wirklich die Bilanzsolvenz. Also wenn jemand viel mehr Schulden hat, als er Vermögenswerte besitzt, dann ist er insolvent. Und wenn ich jetzt eine Zentralbank habe, die unbegrenzt Liquidität zur Verfügung stellt, dann ändert das nichts an den Solvenzproblemen. Weil das Einzige, was passiert, ist, dass die Bilanz verlängert wird. Jemand kann Schulden aufnehmen. Wenn Sie jetzt, sagen wir Sie persönlich, ein Haus besitzen, das 1 Million wert ist, aber Ihr Kredit auf das Haus beläuft sich auf 1,2 Millionen,
Wenn Sie jetzt noch eine zusätzliche Million Kredit aufnehmen, dann ändert das nichts daran, dass Sie 200.000 Euro an negativem Eigenkapital haben. Und was ich denke, ist, dass uns eine Solvenzkrise bei den Banken droht. Nun, warum sage ich das? Ich denke, es ist am einfachsten, an einem Beispiel festzumachen. Und es ist nicht wirklich Zufall, dass ich die Deutsche Bank nehme, weil die Deutsche Bank ist wirklich ein Extrembeispiel, wie wir sie zurzeit im europäischen Bankensektor sehen. Nun, die Deutsche Bank hat eine Bilanz von etwa 1.300 Milliarden Euro. Und sie, ihr CEO, das ist der Herr Sewing, hat vor ein paar Wochen gesagt, dass die Bank so gut kapitalisiert wäre wie noch nie in seiner 30-jährigen Karriere dort. Nun, was heißt das? Die Deutsche Bank hat gerade mal 50 Milliarden Eigenkapital angegeben auf ihrer Bilanz. Nun, 50 Milliarden allein klingt nach viele, nach viel, aber im Vergleich zu den 1.300 Milliarden, die die Gesamtbilanz ausmacht, sind das gerade etwa 3,7% oder so. Nun, es gibt eine Ratio, es gibt eine Bank, Banksolvenzregel, die heißt die Leverage Ratio und die bestimmt, wie viel Eigenkapital eine Bank haben muss im Vergleich zur Bilanzgröße. Und das ist diese Leverage Ratio und per Ende Dezember 2019 hatte die Deutsche Bank 4,2% Eigenkapital. Das heißt, die Deutsche Bank hat 4,2% Eigenkapital und sie muss mindestens 3,75% Eigenkapital halten, gemäß der Leverage Ratio. Das heißt, wenn ihre Aktiven nur 1% an Wert verlieren, und das bei einer Bilanz von 1.300 Milliarden wären das etwa 13 Milliarden, dann wird die Bank, die Deutsche Bank, die Eigenkapitalvorschriften nicht mehr erfüllen können. Und das heißt, dass sie dann rekapitalisiert werden müsste. Was ich Ihnen damit sagen will, ist, dass die Sicherheitsmarge, die die Deutsche Bank hat, die ist wirklich hauchdünn. Minimale Verluste auf dieser Riesenbilanz können sehr schnell dazu führen, dass das Eigenkapital verpufft und dass die Deutsche Bank ohne Kapital dasteht und dann vom Steuerzahler rekapitalisiert werden müsste, damit sie weitergeführt werden kann. Und was interessant ist, ist ja, dass die Deutsche Bank selbst sagt und von sich behauptet, dass sie extrem gut kapitalisiert ist. Und wenn sie das sagt, dann benutzt sie eine andere Messgröße, um ihre Kapitalstärke zu demonstrieren. Das nennt sich diese Common Equity Tier 1 Ratio. Und gemäß dieser Common Equity Tier 1 Ratio, die von der Deutschen Bank immer wieder zitiert wird, hat sie eine Eigenkapitalquote von 13,6%. Und 13,6%, das klingt natürlich noch viel mehr als die 4,2%, die sie hat, wenn man einfach die Bilanz einfach so anschaut. Und es ist tatsächlich so, dass diese sogenannte gewichtete Common Equity Tier 1 Kapitalquote, dass sie wirklich schön gerechnet ist. Und für alle europäischen Großbanken sind diese offiziellen Messzahlen meilenweit davon entfernt, was die Bilanz selber aufzeigt. Und in der Vergangenheit, auch in der Finanzkrise von 2008, haben wir gesehen, dass diese risikogewichteten, sogenannten Common Equity Tier 1 Ratios, dass die, wenn wirklich eine Krise gekommen ist, völlig realitätsfremd waren und in einer Krise kein Schutz geboten haben. Nun, das Problem geht noch tiefer. Sie müssen sich vorstellen, die Deutsche Bank hat eine unglaublich komplexe Bilanz. Das sind nicht nur einfache Kreditpositionen darauf, das sind Derivate, strukturierte Produkte, OTC-Positionen. Das ist enorm schwierig, den Wert dieser Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zu berechnen. In vielen Fällen ist es sogar so, dass es gar keine Marktpreise zur Verfügung hat oder dass mit komplizierten Modellen und unbeobachtbaren Parametern und Annahmen gewisse Werte berechnet werden. Wenn Sie mal den Finanzbericht der Deutschen Bank von Ende 2019 anschauen, werden Sie realisieren, dass der mehrere hundert Seiten lang ist und es wirklich fast unmöglich ist zu verstehen, wie die Buchhalter der Deutschen Bank zu ihren Schlusswerten gelangen. Was das heißt ist, es ist wirklich schwer, den Zahlen der Deutschen Bank großes Vertrauen zu schenken.
Was wirklich sehr interessant ist auch, dass auch die Deutsche Bank, die hat ja eine Research-Abteilung und die schaut sich selber Banken, die Finanzreports der Banken an. Und die Deutsche Bank, die Research-Abteilung der Deutschen Bank ist selbst zum Schluss gekommen, dass die Finanzberichte der Banken viel zu komplex sind, als dass sie irgendwie noch groß Informationen liefern können über den Gesundheitszustand der Bank. Das heißt, diese 4,2% Eigenkapital, die gemäß den Bilanzen der Deutschen Bank noch vorhanden sind, sind mit Vorsicht zu genießen. Wenn wir nämlich auf den Markt schauen, sieht die Situation noch viel schlimmer aus. Wie Sie wissen, wird die Deutsche Bank an der Börse gehandelt. Da werden Aktien gekauft und verkauft. Und vom Preis, der die Deutsche Bank Aktie hat, lässt sich ein Marktwert dieses Eigenkapitals berechnen. Sie nehmen einfach eine Aktie, multiplizieren den Preis dieser Aktie mit der Anzahl Aktien, die die Deutsche Bank herausgegeben hat, und dann bekommen Sie den Marktwert des Eigenkapitals. Und dieser Marktwert ist per Mitte März auf etwa 10 Milliarden Euro kollabiert. Also wir sprechen von einer Bank, die 1.300 Milliarden groß ist, mit einem Eigenkapital, das auf dem Markt noch für 10 Milliarden bewertet wird. Das ist noch knapp, ist weniger als 1%. Das ist wie wenn Sie ein Haus kaufen für 1 Million Euro und Sie bringen nicht mal 10.000 Euro selber auf den Tisch. So schlecht ist die Deutsche Bank kapitalisiert. Okay, und, das ist glaube ich schon die Kernthese. Also die Banken haben zu wenig Eigenkapital. Sie haben das Beispiel der Deutschen Bank genannt. Und Sie gehen jetzt nicht von den ausgewiesenen Werten ab, sondern Sie nehmen jetzt den Aktienwert, den Wert, den die Deutsche Bank auf dem Aktienmarkt gerade momentan hat. Ist das so richtig zusammengefasst? Dann würde ich nämlich jetzt an Professor Meyer übergeben, also unseren Experten. Das ist jetzt mal eine Ausgangsthese. Und an der können wir uns jetzt weiter in der Diskussion bewegen. Wollen wir so verfahren? Ja, ist in Ordnung für mich. Ja. Okay, dann Professor Thomas Meyer, bitte. Ihr Eingangsstatement. Genau. Simon, teilst du das Wort? Ich arbeite daran, aber ich glaube, er hat sich selber ausgestellt. Jetzt geht's, okay? Okay. Jetzt habe ich es. Ja, bitte. Ging zu Ihnen rüber, Sonnenberg. Ich hab's kurz ausgeschaltet und dann wollte es wieder anschalten und dann sagst du, nur Sie können das. Naja. Also ich möchte dem nicht widersprechen, was jetzt gerade gesagt wurde. Nur glaube ich, dass es für dieses Thema Krise eigentlich nicht so fürchterlich relevant sein wird. Schlecht für die Aktionäre, aber ich glaube, dass es für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung keinen wesentlichen Einfluss haben wird. Banken sind natürlich ein sehr, sehr zyklisches Geschäft. Und wir gehen jetzt in eine Rezession hinein, die tiefer sein wird, aller Wahrscheinlichkeit nach, wie die während der Finanzkrise, vielleicht die tiefste in der Nachkriegszeit. Und natürlich werden die Banken sehr stark negativ davon betroffen. Auf der Negativseite kann man aufführen, dass es zu Kreditausfällen kommen wird. Die Gebühreneinnahmen werden zurückgehen. Also da denke ich jetzt halt an die Universalbank, die auch eine Investmentbanking-Abteilung hat. Das wird weniger Mergers and Acquisitions geben, es wird weniger Corporate Finance-Einnahmen geben und so weiter und so fort. Es wird wahrscheinlich auch die Gebühreneinnahmen des Asset Managements werden zurückgehen, weil einfach die Assets under Management zurückgehen. Also viele Einnahmen, die zurückgehen und nur eine könnte da vielleicht ein bisschen positiver gehen. Und das sind die Einkommen aus Handelstätigkeit, weil die hohe Marktvolatilität erlaubt natürlich den Banken, dass sie ihre Geldbriefspanne erweitern. Aber das wird wahrscheinlich ein Tropfen auf den heißen Stein sein. Gleichzeitig leiden die Banken aber auch an einer relativ geringen Flexibilität bei den Ausgaben. Sie können halt die Personalausgaben, und das ist halt der größte Posten, können sie einfach nicht über Nacht runterfahren. Der EBA-Stresstest war eigentlich
relativ milde im Vergleich zu dem, was wir jetzt wohl zu erwarten haben und wird wahrscheinlich nach unten weit übertroffen werden. Also keine Frage, die Banken sind im Druck, nicht nur die Deutsche Bank, ich glaube, das betrifft die meisten anderen Banken. Ich kenne jetzt keine, wo ich sagen würde, dass die jetzt hier diesen Test mit fliegenden Fahnen bestehen würde, zumindest in Europa. Die US-Banken sind etwas besser aufgestellt, aber auch dort wird es eng. Was ist aber der Unterschied zur Finanzkrise? Naja, damals waren die Banken der Auslöser der Krise. Jetzt sind sie davon betroffen. Die Banken werden aber ein ganz unverzichtbarer Teil der gesamtwirtschaftlichen Infrastruktur sein und der Staat wird stärker als, sagen wir mal, bei Fluglinien und der Reisebranche dafür sorgen und sorgen müssen, dass die Banken funktionstüchtig bleiben. Und das war halt mein Punkt, deshalb erwarte ich keine Bankenkrise. Ich erwarte durchaus Solvenzprobleme, aber ich erwarte keine Bankenkrise in dem Sinne, dass die Banken wegen Solvenzprobleme ausfallen. Es wird also massive Unterstützung geben. Na, solche Unterstützungsmaßnahmen können umfassen, zum Beispiel bessere Konditionen auf die Überschussreserven bei der Europäischen Zentralbank. Das wurde ja auch schon etwas gelockert. Gegenwärtig zahlen die Banken im Prinzip 0,5% auf die Überschussreserven. Es werden mehr Überschussreserven kreiert werden durch die EZB-Kaufprogramme. Ich würde vermuten, dass man den Druck der Negativzinsen auf die Überschussreserven weiter abmildert. Hat man schon getan, wird wahrscheinlich weiter getan werden. Zweiter Punkt, staatliche Kreditgarantien. Alle neuen Kreditvergaben werden jetzt mit heftigen Kreditgarantien ausgestattet. Gegenwärtig bis zu 90%. Ich denke aber, dass man wahrscheinlich in Richtung 100% gehen wird, damit die Kreditströme weiterfließen. Des Weiteren, regulatorische Zurückhaltung. Der Vorredner hat ja gesagt, dass es da sehr schnell zu regulatorischen Problemen kommen könnte. Aber wir sehen ja jetzt schon, dass die regulatorischen Vorgaben teilweise suspendiert werden, einfach damit die Banken weiterarbeiten können. Und dann last but not least wird es, wenn es nicht anders geht, natürlich zur Staatsbeteiligung kommen, die reichen können von milden Beteiligungen, beispielsweise in Form von nahe unverzinslichen Genussscheinen bis hin zur vollen Verstaatlichung. Also insofern sehe ich eigentlich in dieser Situation, in der wir uns befinden jetzt, keine tatsächlichen, würde ich sagen, Gefahrenherd, der von den Banken in Europa, USA und den asiatischen Industrieländern ausgehen könnte. Denn die werden alles tun, damit dieses System erhalten bleibt, denn wenn das Bankensystem jetzt wegbrechen würde, dann könnten sie die Realwirtschaft nicht mehr stützen. Probleme könnten entstehen aus den Schwellenländern heraus, insbesondere dort, wo es eine relativ hohe Fremdwährungsverschuldung gibt. Da könnte man sich vorstellen, dass es dazu Verspannungen gibt, dass denen die Dollarreserven ausgehen, um anfallende Schulden zu begleichen und dass es dann zu Zahlungsausfällen kommt. Das ist meines Erachtens eigentlich der wirkliche Gefahrenherd, der momentan bei den globalen Banken, aber auch bei den Staaten besteht. Der Rest wird von den Zentralbanken mit Liquidität versorgt und im Notfall durch die Staaten gestützt werden. Okay, vielen Dank für dieses Eingangsstatement. These also, es gibt Probleme bei den Banken, aber der Staat wird dafür sorgen, dass die Banken nicht zusammenbrechen. Wenn ich das mal kurz so zusammenfassen kann. Jetzt haben wir, Simon, wenn ich das richtig sehe, erste Wortmeldung. Genau, wir haben erste Wortmeldung. Ich würde vielleicht aber noch kurz die Zwischenfrage stellen wollen, auch wenn die Banken mit Liquidität gestützt werden und selber nicht in Schieflage kommen. Sind sie ja immer noch Dienstleister für die Realwirtschaft.
Wie sehen Sie potenzielle Kreditklemmen, die Unternehmen jetzt ereilen? Ich sag mal, auch die KfW-Förderkredite. Da werden jetzt die Bürgschaften von der KfW auf 100% hochgefahren. Trotzdem klagen ja extrem viele Unternehmer über Schwierigkeiten, an Liquidität, über Kredite zu kommen. Und da sind natürlich die Hausbanken und die Banken, sitzen da am Hebel. Wie sehen Sie darüber hinaus, also die Rolle der Banken für die Realwirtschaft bedroht, auch wenn sie selber Liquidität genug haben? Also es gab tatsächlich anfangs eine Zurückhaltung. Sie erinnern sich, das wurde ja anfangs sogar nur mit 80% garantiert, dann wurde es auf 90% erhöht. Dann gab es immer noch Zurückhaltung und ich glaube, wir gehen einfach in Richtung 100% Kreditgarantie. Und dann wird es sehr starken Druck geben, dass die Banken auch tatsächlich die Nachfrage, die Kreditnachfrage der Unternehmen befriedigen. Das scheint mir jetzt also weniger das Problem zu sein, als dass es tatsächlich auch Einzelunternehmer oder kleine oder mittlere Unternehmen gibt, die sagen, noch mehr Schulden möchte ich mir nicht aufladen. Da müsste man auch darüber nachdenken, könnte durchaus sein, müsste man auch darüber nachdenken, dass man andere Wege findet als über die Banken, um diesen Einzelselbstständigen oder kleinen Unternehmen Geld zukommen zu lassen. Das wurde ja auch schon angedacht, das könnte dann vielleicht eher über das Finanzamt gehen oder über die Wirtschaftswende. Okay, dann hätten wir gleich die erste Frage von Christine Mangold zum Thema Wohnungskauf, Eigenkapital, Fremdkapitaleinsatz. Okay, bin ich online? Okay. Ja, das ist jetzt unabhängig von der Krise, in die wir reinrutschen, die ich eher schon viel länger erwartet hätte, bin ich gerade persönlich mit einem Wohnungskauf dran und bin jetzt etwas verunsichert. Mein Bauchgefühl sagt mir, mach das mal ganz schnell, wickle das mal ganz schnell ab. Und auf was müsste ich achten oder was wäre eine Gefahr? Wie sehen Sie denn die Entwicklung des Immobilienmarktes? Und wie sehen Sie jetzt, wie würden Sie persönlich jetzt Eigenkapital und Fremdkapital einsetzen? Was passiert mit Schulden? Und wenn es doch zu einem, ja, ich würde mal sagen, zu einem größeren Crash einfach kommen würde. Oder sehen Sie diesen größeren Crash überhaupt? Also ich vermute, die Frage geht an mich. Ja, immer an Sie. Ja. Gut, ich weiß jetzt nicht, wie weit Sie da schon sind bei Ihrem Kauf. Haben Sie schon den schon getätigt oder sind Sie gerade noch am Überlegen? Noch am Überlegen. Ja. Also zunächst mal sind Sie ja als Schuldner in der angenehmen Position, dass Sie sich um die Bonität der Bank keine Gedanken machen müssen. Im schlimmsten Fall sind die Schulden weg. Was Sie natürlich nicht sein werden, aber insofern sind Sie da auf der sicheren Seite als Schuldner in Bezug auf eine Bank. Die andere Sache, die Sie sich überlegen müssen, ist natürlich, wie werden sich die Immobilienpreise weiterentwickeln. Und ich glaube überhaupt, was wir jetzt sehen werden, ist nicht nur eine konjunkturelle Rezession, sondern auch eine Strukturveränderung. Ich denke, dass wir nicht nur im Unternehmensbereich andere Strukturen sehen werden. Denken Sie einfach daran, dass aus dieser Krise heraus wahrscheinlich Internetunternehmen und solche Unternehmen, die diese Software herstellen, die wir gerade benutzen, dass die sehr gut rauskommen werden, dass aber andere, die zum Beispiel stark im Tourismusgeschäft drin sind, vielleicht leiden werden. Und so könnte ich mir vorstellen, dass es auch bei den Immobilien der Fall sein wird. Vielleicht werden sich manche Leute überlegen, ob es so toll ist, unbedingt in einer sehr attraktiven Stadt im Zentrum zu wohnen, wo die Preise bisher schon in den Himmel geschossen sind. Ob es nicht vielleicht doch auch wieder attraktiver ist, auch mal in Betracht zu ziehen, ins Umland zu gehen. Das wäre jetzt also für jemand, der nach Wohnimmobilien sucht, zu bedenken. Andererseits könnte ich mir auch vorstellen, bei Geschäftsimmobilien werden sich die Leute fragen, ob es unbedingt notwendig ist, in die Innenstädte zu gehen zum Einkaufen, nachdem wir uns jetzt alle an die Online-Einkaufsmöglichkeiten gewöhnen. Und andere werden sich wiederum fragen, ob es so toll ist, in große Bürotürme zu investieren, wenn wir alle die Erfahrung machen, dass es auch im Homeoffice geht. Natürlich werden immer wieder die Leute zurückgehen ins Büro, aber nicht mehr so viele wie vorher.
Also insofern muss man, glaube ich, diese Strukturveränderungen mitbedenken, die auch den Immobilienmarkt betreffen wird. Und dann kommt noch ein letzter Punkt dazu, was wir auch sehen, was wir schon gesehen haben und was wir natürlich vermutlich weitersehen, ist eine große Rolle des Staates in diesem Bereich. Überhaupt nimmt der Staat ja jetzt eine hervorragende Rolle ein. Er beschränkt teilweise unsere Bürgerrechte. Er geht massiv in die Wirtschaft hinein. Wir haben das jetzt gerade schon mit dem Bankensektor angesprochen. Und er wird natürlich auch sich stärker im Immobiliensektor aufhalten. Wir haben das jetzt schon vorher gesehen mit Mietpreiskontrollen. Wir haben es vorher auch schon in Berlin gesehen mit Bürgerinitiativen zur teilweisen Enteignung großer Immobiliengesellschaften. Also ich denke, dass da wahrscheinlich eine stärkere Staatstätigkeit insgesamt und Immobiliensektor in Zukunft zu erwarten ist. Ich weiß nicht, ob das Ihre Entscheidung etwas erleichtert, was ich da beantwortet habe, aber so Einzelratschläge können wir hier insgesamt nicht geben und ich bin auch schon gar nicht dazu berechtigt, da ich kein Finanzberater bin. Genau, Anlageberatungen wünscht sich natürlich jeder in jeder Phase, aber trotzdem würde ich auch alle weiteren Teilnehmer um strukturellere Fragen bitten, wenn gleich die Antwort natürlich darauf einging. Gleich zum Thema Strukturveränderungen durch die Krise und staatliche Eingriffe, die nächste Frage von Petra. Und danke für die zweite Webkonferenz, es macht echt immer wieder Spaß. Ja, ich habe die Frage, also wie Sie ja jetzt auch schon gesagt haben, also der Staat greift immer weiter ein, gibt immer weiter Garantien, muss sich aber ja auf der Gegenseite leider Gottes dafür eben auch verschulden. Ja, also das Geld kommt ja jetzt auch nicht irgendwie vom Himmel. Ja. So, und sollte, könnte und wenn ja, mit welchen, der Staat dann nicht auch wirklich Regeln vorgeben und diese ganzen Dinge, die er jetzt ausgibt, also jetzt nicht an den kleinen Bäcker um die Ecke, dass der einen Kredit kriegt, darum geht es nicht, ja, aber eben wirklich diese großen Unterstützungen, die an Banken, an irgendwelche Fluggesellschaften, also wirklich an große Konzerne gehen, die ja teilweise im Vorfeld auch noch selber dafür gesorgt haben, dass sie jetzt so schlecht dastehen, ja. So schlecht, ja, aber so schlecht. So, und ich, meine Frage wäre jetzt, was würden Sie da sehen, inwiefern sollte der Staat jetzt eben diese Gelegenheit auch nutzen, steuernd in den Prozess einzugreifen, der sich jetzt nun mal ergibt und jeder schreit ja im Moment mal wieder nach dem Staat, ja, trotz aller anderen Postulate, die da vorher da gewesen sind. Und zum Beispiel über, keine Ahnung, Beteiligung der Aktionäre, Vermögenssteuer, whatever, ja, also sollte, könnte der Staat das nutzen, um eben auch steuernd in diesen Prozess einzugreifen? Also wenn man das vergleicht mit der Finanzkrise, dann war es ja so, da hatten wir ja schon angesprochen, dass das Problem aus dem Finanzsektor selbst herauskam. Und da sollten die Staatseingriffe so gestaltet sein, dass natürlich diejenigen, die diese Probleme mit verursacht haben, es waren nicht nur die, im Finanzsektor selbst, es waren andere Dinge dabei, lassen wir das mal raus, aber die Probleme maßgeblich mit verursacht haben, die sollten natürlich durch den Staat nicht herausgehauen werden. Und meines Erachtens gibt da das damalige Eigenkapitalprogramm der amerikanischen Regierung für die amerikanischen Banken eine ganz interessante Vorlage, wie man das damals angegangen ist, das Problem. Man hat gesagt, so, ihr habt alle diese, habt euch alle daran beteiligt, am Aufbau dieses Problems. Der Steuerzahler muss euch jetzt retten, denn sonst wird der Kollateralschaden eines Massenbankrotts wird gigantisch. Also hat der amerikanische Staat alle Banken gezwungen, Eigenkapital von ihm anzunehmen, hat es aber gleichzeitig mit einer sehr hohen Verzinsung versehen von 5%, sodass die den Anreiz hatten, das so schnell wie möglich zurückzubezahlen und der Staat dann hinterher nicht nur sein Geld zurückgekriegt hat, sondern auch noch eine Dividende von 5% einstreichen konnte. Das war eigentlich keine schlechte Vorlage. Wir haben es unglücklicherweise anders gemacht. Der deutsche Staat hat sich damals an der Commerzbank beteiligt und ist heute noch Aktionär. Jetzt vergleichen wir diese Finanzkrise mit der Situation jetzt.
Ich glaube nicht, dass irgendjemand, der jetzt von der wirtschaftlichen, von den vom Staat getroffenen Auflagen, ja, der Wirtschaftsunterbrechung betroffen wird, dass der irgendwas dafür kann, selbst dafür kann, dass die Pandemie ausgebrochen ist. Also weder die Lufthansa noch, sagen wir mal, die Hotelkette, die vielleicht in Spanien oder in Italien Häuser unterhält, kann was dafür. Also deshalb würde ich das jetzt als wenig zielführend erachten, wenn der Staat jetzt reingehen würde und ausgerechnet die bestrafen würde, die jetzt besonders davon betroffen sind, weil die können ja nichts dafür, anders als in der Finanzkrise. Also sollte man jetzt mit Staatseingriffen eigentlich eine Brücke bauen, ja, sodass man von der Situation vor Ausbruch der Pandemie, die Wirtschaft geht jetzt runter, dann geht es ja hoffentlich wieder rauf, dass da diejenigen, die weiterhin lebensfähig sein werden, dass die auf der anderen Seite dieses Abgrunds ankommen. Das sollte man eigentlich jetzt versuchen, ohne schon bei dieser Sache jetzt einen Arno steuern zu wollen. Das würde das einfach überfordern. Man muss natürlich eins noch zusätzlich berücksichtigen. Über diese Brücke werden nicht alle kommen, denn dahinter sieht das Feld ja wieder anders aus. Wir werden wahrscheinlich nicht mehr so viel in der Gegend herumfliegen wie vorher, weil wir gelernt haben, dass man bestimmte Dinge auch über diese Konferenzschaltungen machen kann. Vielleicht wird sich mancher überlegen, ob es unbedingt der Wochenendflug in den Süden sein muss, weil er sich dann überlegt, das ist zwar billig, aber vielleicht ist es doch riskant, dass ich im vollgepackten Flieger neben jemand sitze, der mir vielleicht doch ein Virus beibringt. Also da wird es, auf der anderen Seite wird die Welt ein bisschen anders aussehen. Und da muss der Staat aufpassen, dass er dann nicht weiterhin Unternehmen stützt, die auf der anderen Seite dieses Abgrunds kein gutes Geschäftsmodell mehr haben. Da müssen also zeitliche Begrenzungen eingebaut werden, die dann aber auch eingehalten werden, wo man dann sagt, jetzt müssen wir raus, jetzt ist es halt vorbei. Und nicht wie damals bei der Stützung der Commerzbank reingehen und dann nach, wie lange ist es jetzt her, über 10 Jahre immer noch drin zu sein, ohne Ausweg. So sollten wir es nicht machen. Ja, vielen Dank. Die nächste Frage kommt von Josef Huber. Ja, okay, danke. Also ich würde gerne mal auf den ersten Beitrag von Jonathan zurückkommen, weil die erwartete Schieflage, also wenn es eine sehr starke Wirtschaftseinbruch gibt, dass dann manchen Banken oder überhaupt im ganzen Sektor eine bilanzielle Schieflage droht, so wie er es dargestellt hat, das finde ich in sich stimmig. Und ich nehme an, Herr Mayer, dass Sie dem nicht wirklich widersprochen haben. Also Also die Analyse als solche vermutlich nicht für unrichtig gehalten, sondern Sie haben dann gesagt, das wird nicht so schlimm, auch wenn es eine Entwicklung in diese Richtung gibt, es ist nicht so schlimm, weil eben die Regierungen alles tun werden, damit die Banken funktionsfähig bleiben. Auch das sehe ich so. Also ich finde eigentlich beide Aussagen, ich kann mich beiden Aussagen zunächst anschließen, aber ich habe eine Frage, eine Anschlussfrage an Herrn Mayer. Können das wirklich alle Regierungen? Ich meine, Sie haben ein Beispiel der USA gebracht. Und die USA ist natürlich ein vergleichsweise gewaltiges Land, auch eine gewaltige Finanzmacht und bewegt sich auf dem Boden des US-Dollars, der ungefähr 2/3 der gesamten Weltfinanzwirtschaft in jeder Hinsicht bestimmt und dominiert. Und auf einer solchen Grundlage können sich die Amerikaner ungefähr alles leisten. Die Frage ist, was ist mit, klassische Beispiel heute, also unser Beispiel Italien, aber auch viele andere Länder, können die das? Also schon die Länder in der Europäischen Union und in der Europäischen Wirtschaftsunion. Und mal angenommen, sie können es und andere Länder springen ihnen im Moment solidarisch zur Seite. Corona-solidarisch meine ich. Was hat das für Folgen? Ich meine, die Staatsfinanzen der Industrieländer sind ja
an und für sich schon sehr strapaziert. Ich meine, wohin kann das noch oder wie weit kann das führen? Ich meine, die Modern Money Theory ist eine amerikanische Theorie, die machen sich da keine großen Sorgen. Die sagen, solange die Zentralbank bereit ist, Staatsschulden zu refinanzieren, kann das Spiel ewig so weitergehen. Kann es das wirklich? Also ich glaube da nicht dran. Weil in sich ist das im Moment scheinbar stimmig, aber irgendwann, wie soll man sagen, es wird da ja oft diese Metapher genannt von den Drogenabhängigen, die eben dadurch weiterleben, dass sie die Dosis ständig erhöhen. Und so ist bei uns inzwischen das Deficit Spending und Quantitative Easing Injektionen, die kommen immer schneller, gehen immer leichter rein und so weiter. Aber wo soll uns das hinführen? Okay. Ja, richtig. Also ich hoffe, alle haben mich richtig verstanden, so wie Josef Huber, dass ich jetzt die Analyse von Jonathan Macmillan überhaupt nicht in Zweifel ziehen wollte. Ich wollte nur in Zweifel ziehen, dass es dann tatsächlich zu einer Bankenkrise kommt, weil der Staat, der das natürlich auch alles sieht, ich meine, was Herr Macmillan gesagt hat, sehen wir eigentlich alle. Wenn ich mit meinen Kollegen im Portfolio-Management rede, höre ich eigentlich die gleiche Analyse. Also kein Widerspruch da. Nur weiß natürlich jeder, der das sich anschaut, dass ein Bankenkollaps, also aus Solvenzgründen, absolut zu vermeiden ist. Dann hätten wir ja zusätzlich zur realwirtschaftlichen Krise, zur Gesundheitskrise, auch noch eine Bankenkrise. Deshalb wird der Staat mit allem ihm zur Verfügung stehenden Mitteln reingehen und dieses System stabilisieren. Und jetzt hatten Sie gesagt, Herr Huber, dass die Frage ist, wer kann es nicht? Ich würde mal sagen, jeder, der seine eigene Zentralbank hat und die kontrolliert, der kann es. Der wird es tun. Die Amerikaner haben gigantische Programme aufgelegt. Jetzt kam heute wieder die Fed durch mit weiteren 2,3 Billionen US-Dollar Kreditprogramm. Zusätzlich zu dem Open-Ended-Kreditprogramm, das sie jetzt schon gemacht haben. Man steigt schon gar nicht mehr durch, wie viel da überhaupt schon aufgelegt worden ist. Ich muss irgendwann mal eine Liste machen jetzt über diese Feiertage, was da jetzt alles schon läuft. Die EZB hat insgesamt, die ist nicht ganz so schnell wie die Fed, da bekomme ich jetzt also für dieses Jahr auf 1,1 Billionen Euro an Kredithilfen. Also die werden alles tun, damit ihr Staat nicht insolvent wird, der vielleicht womöglich die Banken stützen muss, damit die nicht insolvent werden. Jetzt haben Sie natürlich eine interessante Frage aufgeworfen. Amerikanische Staat, der britische Staat, heute sagte die Bank von England, sie kauft jetzt direkt Staatsanleihen ab, die müssen gar nicht mehr über den Markt gehen, direkt. Der japanische Staat und so weiter, die Zentralbanken werden alle ihre Staaten stützen. Wie sieht es mit dem Euro aus? Ja, die EZB ist schon hergegangen und hat, wenn man sich die Marktreaktionen anschaut, hat schon sehr ordentlich die Südländer gestützt. Die Spreads, die rausgelaufen waren, als Frau Lagarde in der berühmten Pressekonferenz, ich glaube es war am 18. März, sagte, die EZB sei nicht dafür zuständig, die Spreads klein zu halten. Da sind die rausgegangen und die sind jetzt wieder deutlich zurückgekommen. Also die EZB arbeitet daran, gegenwärtig unter dem Mantel des Quantitative Easing Programms, indem sie die Käufe jetzt flexibel gestaltet, nicht strikt nach dem Kapitalschlüssel, sondern flexibel gestaltet, arbeitet schon daran, die Spreads einzudämmen. So, die Frage ist jetzt, wie lang kann sie das? Und kann sie das in diesem Programm weiter tun? Da ist jetzt auf einer anderen Baustelle, die gerade momentan bearbeitet wird, während wir sprechen von den Finanzministern. Da scheinen wir jetzt arbeiten im Gange zu sein, dass man über den ESM, den Europäischen Stabilitätsmechanismus, Kreditlinien öffnet. Ich lasse jetzt mal die Details weg, Kreditlinien öffnet, die Banken
sozusagen, die Staaten sozusagen in Anspruch nehmen können, ohne sie notwendigerweise ziehen zu müssen, also so vorsorgliche Kreditlinien, also eine Art Überziehungsrahmen den Ländern einräumt und das dann in einem Vertrag mit dem ESM festschreibt, ihr habt jetzt diesen Überziehungsrahmen, so wie wir ja manchmal von unserer Bank vielleicht auch einen gewissen Überziehungsrahmen eingeräumt bekommen. Und wenn das festgeschrieben ist, dann kann die EZB über das Programm der Outright Monetary Transactions ganz gezielt auch noch Spreads verringern. Ich vermute mal, dass das nach den Osterfeiertagen wird man dann eine Lösung finden. Ich hatte ja schon erwähnt, dass es aber andere Banken gibt, Zentralbanken, die ihren Staaten und Unternehmen nicht so stark oder effektiv helfen können. Das sind diejenigen, die Staaten oder Unternehmen haben, die in Dollar hoch verschuldet sind und nicht an die Dollars rankommen. Jetzt wissen wir, dass die Zentralbank von Mexiko und die Zentralbank von Brasilien mit der Federal Reserve ein sogenanntes Dollar-Swap-Abkommen hat. Also die können da selbst Dollars ausleihen an ihr Land oder ihre Unternehmen, die das dringend brauchen, um Verpflichtungen zu begleichen und können die von der Federal Reserve borgen. Aber andere haben es nicht, zum Beispiel Südafrika. Da gibt es eine ganze Reihe von Emerging Market Staaten und Zentralbanken, die unter enormem Druck stehen. Deshalb sagte ich vorher, wenn da ein Problem kommen könnte in Form von Bankenkrise, dann könnte es wahrscheinlich eher über diesen Weg kommen als über die Industrieländer. Jetzt hatten Sie aber einen weiteren wichtigen Punkt gemacht. Sie haben ja den Punkt gemacht, wie wird es mit dieser Staatsfinanzierung durch die Zentralbank weitergehen? Wie kann das überhaupt enden? Und da denken wir in die gleiche Richtung, wenn wir sagen, die Modern Monetary Theory, die fühlt sich toll an im Einstieg, aber man wird daraus da wahrscheinlich nicht wieder rauskommen. Denn die Idee ist ja eigentlich so diese keynesianische Vorstellung, dass man in der Krise, Keynes hat es ja in der Krise für die Fiskalpolitik formuliert, also wenn man in die Rezession reingeht, dann nimmt der Staat Schulden auf, stützt die Wirtschaft und wenn man rausgeht, zahlt er die Schulden wieder zurück. Das war ja die einfache, jetzt mal formuliert, keynesianische Idee. Wir haben aber dann später gesehen, dass der Staat zwar immer schnell bereit ist, in der Krise Schulden aufzunehmen, aber im Aufschwung wollte er nicht mehr zurückzahlen, denn da sind wieder andere Dinge, haben dann Vorrang von der Schulden zurückzahlen. Und ich vermute mal, dass die Modern Monetary Theory ganz ähnlich funktionieren wird. Nur da sagt jetzt ja die Theorie, dass der Staat im Abschwung eben die Geldmenge ausweitet, indem er praktisch von der Zentralbank das Geld sich abholt und dann im Aufschwung sollte das Geld wieder zurückführen, indem er dann staatliche Überschüsse macht. Und das wage ich zu bezweifeln, dass das so funktioniert. Denn ich würde mal vermuten, dass wir jetzt alle kräftig Modern Monetary Theory machen und wenn das dann die Krise mal vorbei ist und wenn es daran ginge, das wieder zurückzuführen, bleibt das Geld im Raum stehen, also im Wirtschaftsraum stehen. Und was dann passiert, da denke ich, ja, ich bin ja jetzt vielleicht auch nicht mehr der Jüngste und deshalb habe ich immer noch den Milton Friedman im Ohr, der dann warnte, letztendlich ist die Inflation dann immer und überall ein monetäres Phänomen. Wenn wir jetzt also einen Geldüberhang schaffen, wird das sich entladen. Das kann man sich ja ganz einfach vorstellen. Wir fangen an mit der Wirtschaft und der Geldausstattung auf dem Niveau 100. Wir gehen runter bei der Wirtschaft auf das Niveau vielleicht 85, also wir verlieren 15 Prozentpunkte. Wir halten aber die monetäre Nachfrage durch diese ganzen Stützungsaktionen bei 95. Jetzt kommt vielleicht ein bisschen was zurück. Wir bewegen uns auf Richtung 90 in der Realwirtschaft, wenn wir durch die Krise durch sind. Aber wir haben halt eine Monetärausstattung mit 95. Jetzt müssen sich diese extra 5, müssen sich irgendwie wieder entladen. Nach der Finanzkrise hat sich das Extrageld
das über die Kreditgewährung der Banken geschaffen wurde, in den Kauf von Finanzwerten entladen. Deshalb haben wir da einen Anstieg der Vermögenspreise gesehen, über breite Front, auch mal locker 8%. Wir haben in unserem Institut versucht, das ja zu verfolgen. Ich könnte mir aber vorstellen, dass jetzt, da das Geld jetzt nicht über die Kreditvergabe der Banken primär ausgegeben wird, sondern auch tatsächlich direkt von den Staaten an die Menschen verteilt wird, dass danach dann ein erheblicher Teil eben auch die Konsumnachfrage stärkt. Und deshalb denke ich schon, dass wir, wenn wir aus dieser Krise rausgehen, mit sicherlich nicht erhöhten Produktionskapazitäten, wahrscheinlich eher geringeren, weil sich die Struktur der Nachfrage geändert haben wird. Also manche werden obsolet sein, andere müssen aufgebaut werden. Da denke ich schon, dass da ein gewisser Preisdruck entstehen wird. Gut. Ich hoffe, ich habe jetzt Ihre Frage umfänglich beantwortet. Denn Sie hatten ja ziemlich viele Punkte aufgebracht. Danke. Eine sehr umfangreiche, aber auch aufschlussreiche Antwort. Ich würde jetzt noch mal kurz zurück zum Thema Eigenkapitalquote gehen wollen und dem Jonathan McMillan, bevor wir dann die drei übrigen Fragen abhandeln, auch mit Hinblick auf die Zeit noch mal zu Wort kommen lassen. Ist die Eigenkapitalquote, die kritisch zu sehen ist bei vielen großen Instituten, vielleicht doch gefährlich für eine potenzielle Bankenkrise, obwohl diese Quoten vielleicht auch in der Krise leicht absenkbar sind durch Zentralbanken und Staaten? Herr McMillan. Also ich möchte grundsätzlich auf die Fragen von Professor Huber noch kurz eingehen. Und ich meine, mich treibt das auch wirklich um, wo werden wir hinkommen, wo wir das Ganze enden. Und wenn wir eben diese herkömmlichen Methoden, die Herr Mayer vorschlägt, weiterhin anwenden, sehe ich eigentlich nur zwei Arten, wie das Ganze enden kann. Und ich nenne es immer entweder Tokio oder Weimar. Und Tokio ist, und vielleicht muss man noch dazu führen, wir sind ja in diese Krise reingekommen mit der schlechtmöglichsten wirtschaftlichen Vorbereitung, die man sich ja nur vorstellen kann. Wir haben eine Verschuldung und ein Leverage aufgebaut. Das Institute for International Finance hatte gesagt, dass die Weltverschuldung im Januar 2020 auf Rekordniveau gewachsen ist, über 300%. Und die Wachstumsrate, sie sind wirklich beeindruckend. Und jetzt müssen wir nochmal mit diesen Maßnahmen, 50, 60, 70% vom Global GDP als Schulden auf dieses Kartenhaus obendrauf packen. Und da wir schon so viel geschafft haben, wir sind sehr gute Kartenhausbauer und die Banker sind da sehr überzeugend, die können das wirklich gut. Ist es wirklich denkbar, dass wir das nochmal schaffen? Da können wir noch ein bisschen, da noch eine Karte, da noch ein Schulden, da noch eine Finanzierung. Und dann bringen wir das hin und dann wird das Kartenhaus sicher ein bisschen mehr wackeln, als es vor der Corona-Krise getan hat. Aber vielleicht hält der Turm. Werden wir dann glücklich sein? Ich bin ziemlich sicher nicht, weil das ist eben dieses japanische Tokio-Szenario. Wir haben dann extrem schlechte Anreize für die Firmen, noch mehr Aktien zurückzukaufen, mit noch niedrigerem Eigenkapital zu wirtschaften. Wir werden viel mehr Zombie-Firmen haben, die keine Innovation mehr machen, die von Bürokraten beherrscht wird und die vom Staat von anderen neuen Firmen beschützt wird, also die keine Wertschöpfung mehr generieren werden. Wir werden immer höhere Schuldenstände haben, die die Konsumenten und die Firmen zu tragen haben, ihre Zukunftsaussichten verdüstern, ihre Konsum- und Investitionslust dämpfen. Und wir werden auch eine politische Destabilisierung haben, weil all diese Maßnahmen, die wir machen müssten, um das Finanzsystem zu stützen, wird genau die belohnen, die unverantwortlich und schlecht vor der Krise gehandelt haben, indem sie eben mit so wenig Reserven und so niedrigem Eigenkapital gefahren sind. Und wir werden weiterhin eine Stärkung der politischen Pole sehen. Das ist das Tokio-Szenario. Wenn ich jetzt auf Amerika schaue und sehe, was Jay Powell, der Präsident der Federal Reserve, für eine Zentralbankpolitik betreibt, dann sehe ich eigentlich nur einen historischen Vergleich. Und das ist ein Gentleman, ein Schotte namens John Law, der Mitte des 18. Jahrhunderts die Geldpolitik des französischen Staates nach Ludwig dem 14. gemacht hat. Viele von Ihnen wissen vielleicht, dass Ludwig der 14. ein ziemlich lockeres Händchen beim Geldausgeben hatte. Und die französische Staatsverschuldung auf ein absolutes Rekordniveau getrieben hatte. Und John Law hat dann die französische Staatsbank gegründet, die das Ziel hatte, diese Finanzierung irgendwie zu ermöglichen. Und er hatte dann auf den Finanzmärkten praktische Garantien und Refinanzierungsschema für diese
für diese Aktien und für diese Staatsschuld gegeben und die größte Blase erzeugt, die es zu dieser Zeit damals gab. Und man sieht wirklich viele Parallelen zwischen dem, was John Law damals getan hat und was Jay Powell heute tut. Und das Endresultat ist Hyperinflation und das ist das Weimar-Szenario. Und das wird dann einfach, dass das Kartenhaus zusammenbricht, das andere Szenario. Und ganz ehrlich, wenn ich von diesen zwei Szenarien wählen würde, in meinem Alter und für die Zukunft, ist das Weimar-Szenario vielleicht sogar das Szenario, wo wir schneller wieder auf die Beine kommen als im Tokio-Szenario. Und ich denke wirklich, es ist möglich, ein drittes Szenario zu erreichen. Aber für das müssen wir aufhören, das Schuldenproblem mit noch mehr Schulden zu lösen. Wir müssen abwickeln. Wir müssen diese Gefäße, die wir für die Banken entwickelt haben, diese Abwicklungsregime, diese Resolution Directives, die müssen wir jetzt endlich zur Anwendung bringen. Das haben wir im Gesetz so eingeschrieben, das haben die Banken vorbereitet. Das wird nicht einfach, aber es ist wirklich unsere beste Chance, Punkt 1. Und Punkt 2 ist auch für die Firmen, die überschuldet sind, wir haben zum Beispiel Chapter 11 in den Vereinigten Staaten. Konkurs muss nicht heißen, dass diese Firmen aufhören zu wirtschaften. Es geht darum, die Schulden und die Bilanzen zu restrukturieren. Am Ende des Tages geht es darum, wer trägt diesen wirtschaftlichen Schaden, der erzeugt wurde. Und wenn wir jetzt einfach wieder die Besitzer der Schulden, also die Kreditoren und die Aktionäre rausboxen, dann wird das Ganze nicht gut kommen. Wir müssen jetzt dafür sorgen, dass wir diese Kredite runterbringen und nicht hochbringen. Darf ich ganz kurz anknüpfen? Es gibt ja den schönen Spruch, nach der Druckerpresse kommt die Guillotine. Das war dann die Französische Revolution. Ja. Und was Richtung politische Radikalisierung deutet, ich glaube, das können wir auch alle schon beobachten in weiten Teilen der Welt, ja, dass das zunehmen wird. Okay, jetzt zum Thema Druckerpresse und auch Weimarer Szenario eben geschildert mit der Hyperinflation. Die nächste Frage von Raimund Dietz. So, naja, ich, Herr McMillan hat jetzt schon sehr vieles vorweggenommen. Die Frage ist ja, die ich jetzt in diesem Zusammenhang besonders an Thomas Meyer habe, ist die, in welchem Verhältnis man eigentlich Geld drucken soll, also dem Staat Geld schenken soll oder immer neue Schulden aufnehmen soll. Ich glaube, dass wir ein gewisses Maß an Inflationssteuern zu zahlen haben werden. Und das Problem ist nur, dass also in welches Maß sozial akzeptabel sein wird. Und kombiniert, das finde ich also wunderbar, diesen Vorschlag von McMillan, wirklich mit einer strikten Abwicklungspolitik, damit wir nicht alles finanzieren, was nicht finanzierbar ist. Und damit wir auch, und das ist sicher eine ordnungspolitische Sache, die Herrn Thomas Meyer anspricht, damit wir nicht unser System zerstören. Wenn wir nämlich alles machen, um das System zu retten, machen wir es kaputt. Herr Meyer. Ja, also ich meine, vieles von dem, was gesagt wird, teile ich, klar. Wir haben eine Schuldenwirtschaft aufgebaut über Jahrzehnte, also schon vor der Finanzkrise. Die Finanzkrise hat praktisch nochmal den Turbolader da in Gang gesetzt, dass es nochmal stärker aufgebaut wird. Und jetzt mal sehen, ob man noch eine Karte drauflegen kann oder ob das schon in die Richtung, ja, Weimar ist ein starkes Wort. Das würde ich jetzt also so als ganz Extremlösung sehen. Aber sagen wir mal so, in die Richtung galoppierende Inflation könnte ich mir vorstellen, geht. Jetzt muss man sich aber auch fragen, oder ich frage mich, und das ist vielleicht auch eine Frage zurück an Herrn McMillan, wenn Sie sagen, Abwicklung, Chapter 11, ja, aber was bedeutet das konkret? Das bedeutet ja konkret, dass die Gläubiger den Laden übernehmen. Das kann man natürlich tun. Dann, genau. Ich meine, die Sache der Abwicklung ist im Grunde nichts anderes als ein Besitzwechsel. Die Dinge verschwinden ja nicht. Ja. Jetzt könnte man natürlich hergehen und einen solchen Besitzwechsel durchführen.
dann geht halt jetzt, sagen wir mal, nehmen wir ein Beispiel die Lufthansa. Ich nehme jetzt mal bewusst ein Unternehmen, das jetzt also nicht ursächlich war am Ausbruch der Pandemie. Die haben nur beigetragen, vielleicht mehr als die Banken damals bei der Finanzkrise, indem sie die Leute durch die Welt gekarrt haben. Aber sie haben das bestimmt nicht absichtlich oder aus grober Fahrlässigkeit gemacht. Die waren halt damit beschäftigt, ihre Flugzeuge sicher zu machen, aber nicht, jetzt sagen wir mal, das Gesundheitssystem zu steigern. Wenn wir das machen, dann geht also zum Beispiel die Lufthansa geht dann halt über an die Gläubiger und die Aktionäre sind weg. Was ändert das oder was wird dadurch besser? Es geht eigentlich grundsätzlich darum, dass wir die Finanzstruktur, also es sind mehrere Sachen. Wir haben, um Solvenz wiederherzustellen, gibt es eigentlich zwei Möglichkeiten. Entweder einen Bailout, also man schießt neues Eigenkapital ein, oder einen Bail-in, man reduziert die Schulden. Und wenn wir immer Bailouts machen, haben wir diese Systemprobleme, die ich gesagt habe. Eben, wir haben auf der Makroebene die wachsende Verschuldung, wir haben die falschen Anreize. Es stimmt schon, das ist nicht die Schuld der Lufthansa, aber in einer globalisierten Wirtschaft ist eine Pandemie, ist ein sogenannter White Swan. Das ist etwas, das kommt, das wird wiederkommen. Und unsere Wirtschaft muss eine Resilienz gegen solche extreme Szenarien entwickeln. Und die entwickelt sie natürlich nicht, indem wir sie immer wieder bailouten, wenn sowas passiert. Und der Bail-in ist umgekehrt. Wir haben sofort eine Reduktion der Schulden auf einer Makroebene, weil die verschwinden einfach, die Schulden. Wir haben die Anreize richtig gesetzt. Die Gläubiger, die Lufthansa übernehmen, die sehen, was ihren Vorbesitzern ergangen ist, wo die ihr Geld verloren haben. Die wissen, Fliegen ist ein riskantes Geschäft. Wir brauchen viel Eigenkapital dafür. Und es ist auch politisch viel einfacher durchzusetzen, weil die Aktionäre, das sind die reichen Leute. Der Steuerzahler, das sind wir alle. Und was ich wirklich ein wichtiger Punkt finde, ist, wenn wir jetzt über Finanzen reden, wir reden nicht über die Flugzeuge, über die Flughäfen, über die physische Welt, die wir uns geschaffen haben. Die ist ja nicht in Gefahr. Die Flieger gehen nicht kaputt, weil die Bilanz hintendurch restrukturiert werden muss. Es geht wirklich nur um diese finanzielle Dimension. Die müssen wir neu anpassen, dass sie der neuen Realität entspricht. Und es geht wirklich darum. Darf ich da eine Zusatzfrage stellen? Klar. Wenn wir das so machen, dann, Sie wissen das ja auch, dann sind ja solche Restrukturierungsunterfangen, die sind ja, die kosten Zeit. Da sind Sie ja schnell mal bei einem halben Jahr, da sind Sie vielleicht sogar noch, dauert es noch länger. Das heißt also, Sie haben dann eine relativ lange Überbrückungszeit, bis die neue Struktur da ist. Man kann meines Erachtens, man hätte jetzt vielleicht, so ich denke jetzt mal nach, man hätte jetzt praktisch die halbe Wirtschaft, na nicht mal die, ja, vielleicht die halbe, vielleicht mehr als die Hälfte Wirtschaft, der Wirtschaft, jetzt gleich unter Chapter 11 stellen müssen. Ja, und dann hätte man ja, wenn die alle unter Chapter 11 stehen, Chapter 11 ist ja das amerikanische Gesetz, das zunächst mal das Unternehmen vor dem Zugriff der Gläubiger schützt. Die dürfen also jetzt nicht die Assets rausreißen und das Unternehmen zerstören. Dann kann das Unternehmen weiterarbeiten. Das ist ja wichtig. Es soll ja nicht alles sofort stillstehen. Dann verlieren ja alle ihren Job und dann stehen alle auf der Straße. Es gibt keine Nahrungsmittel mehr, es gibt nichts mehr. Also Chapter 11 bedeutet ja im Grunde genommen so eine Art Stillstand. Das Unternehmen läuft weiter und wird dann umstrukturiert. Genau, das ist ja die Idee dahinter. Wenn man das mal aber jetzt praktisch durchspielt, dann bräuchten Sie einen großen Insolvenzverwalter. Genau. Aber wer ist denn der Insolvenzverwalter? Das ist ja, kann und ja nur der Staat sein in dem Fall. Ich finde, das ist eine hervorragende Frage. Das ist wirklich eine hervorragende Frage. Ja, und jetzt muss man sich halt vorstellen, so, und der Staat, wenn der als ein Insolvenzverwalter auftritt, da muss er sich ja irgendwoher legitimieren. Das kann er eigentlich nur dadurch, dass er sagt, hier, ich habe die Legitimation meiner Wähler. Und jetzt muss man sich mal fragen, welcher Politiker stellt sich hin und sagt, ich mache jetzt diesen großen diese große Insolvenzverwaltung und gehe mal davon aus, dass ich von meinen Wählern legitimiert bin. Also mein Punkt ist der, ich möchte es nicht weitertreiben, aber mein Punkt ist der, das ist zwar im Prinzip alles richtig, was Sie sagen, bin ich ja bei Ihnen, aber ich glaube nur, dass wir einfach nicht die Fähigkeit haben, das umzusetzen. Und deshalb war eigentlich meine Überlegung dahingehend, dass man sagt, ja gut, man wird aus
man kann an diese Sache gar nicht anders herangehen, als wie man herangegangen ist, weil man einfach gar nicht die Instrumente haben. Aber man muss aufpassen, dass wenn die unmittelbare Bedrohung dabei ist, dass genau das dann gemacht wird, was sie sagen, dass dann die Politik sagen muss, ja, aber dieser Sektor oder diese Unternehmen oder und so weiter und so fort, das müssen wir jetzt abwickeln. Da machen wir jetzt ein Bail-in. Das geht jetzt dann tatsächlich an die Gläubiger. Aber in dieser Situation, ja, wo wir praktisch jetzt in Tagen und Wochen denken, wo die Politik darauf fixiert ist, jetzt sagen wir, sich um den Gesundheitssektor zu kümmern, sich darum zu kümmern, dass die Nahrungsmittelversorgung, die Lebensmittelversorgung weitergeht, dass die essentiellen Dinge bereit sind, da kann ich mir gar nicht vorstellen, dass jetzt da ein Insolvenzverwalter auftritt und diese Prozedur geordnet durchführt. Da möchte ich finde es wirklich, das sind hervorragende Punkte, die Sie da bringen. Und es finde ich wirklich auch mittlerweile erstaunlich, dass nicht mehr über dieses Thema geredet wird, über geordnete Konkursverfahren, die nicht zur Liquidation führen. Weil im 2019 hat die Europäische Union eine Direktive verabschiedet. Und das heißt, das ist die Restructuring and Second Chance Directive. Das heißt, die Europäische Union hat bereits eine Initiative gestartet, die von den Mitgliedstaaten unterstützt wird, die bereits in Recht gegossen wurde, dass es ein europäisches Konkursverwaltungsrecht geben soll im Geiste von Chapter 11. Die Grundlagen sind schon da. Wir fangen nicht von null an. Und jetzt ist die Zeit der Europäischen Union, wirklich was zu machen, das Hand und Fuß hat. All diese nationalen Insolvenzverwalter und all die Spezialisten, die müssen jetzt von ihrem Homeoffice aus wirklich einmal ihre Handserver nach hinten knüpfen und wirklich loslegen. Und ich komme ja aus der Schweiz und hier wurde auch heute schon das Konkursverwaltungsrecht den Gegebenheiten angepasst, weil die Konkurswelle kommt. Und wenn wir jetzt einfach unser starres, altes europäisches Recht anwenden, wo wir immer in die Liquidation gehen, dann werden wir nicht durchkommen. Was wir machen müssen, wir müssen da das Vorbild der USA nehmen, das Chapter 11 einführen. Und wirklich, ist gar nicht meine Tochter, ich muss ihr noch kurz Gute Nacht sagen. Okay. Vielleicht, wir haben jetzt noch ein paar, wir sind jetzt 8 Uhr, ich würde sagen, wir verlängern jetzt ein bisschen, wir haben noch ein paar Wortmeldungen und vielleicht, das Thema wird jetzt immer weiter, dass wir wieder Richtung Bankenkrise zurückkommen. Das kann man natürlich auch auf die Banken anwenden, aber jetzt haben wir noch, wie viele Fragen noch? 1, 2, 3, glaube ich, Simon. Du hast genau, wir haben noch 2 Fragen, aber ich denke, das war jetzt ein schöner, noch spannender auf jeden Fall. Wortwechsel. 2 Abschlussfragen noch, zunächst von Manuel. Jawohl, also vielen Dank für die bisherigen Beiträge, sehr spannend. Meine Frage, Jonathan, was ich mich gefragt habe, ich meine, das Tier 1 Capital, da werden aktiver Risiko gewichtet, Staatsanleihen werden praktisch rausgenommen. Ist also das Bild zu düster vielleicht, dass man praktisch bei 1% Asset-Preisreduktion auf den also Marktpreise, darum geht es ja, dass da die Banken schon wirklich in Schieflage kommen? Weil im Prinzip die Staatsanleihen, ich habe gerade nochmal bei der Deutschen Bank in die Bilanz geguckt, die hat jetzt nicht so eine große Anzahl von Staatsanleihen. Also wenn man es auf die Deutsche Bank bezieht, ist das wahrscheinlich richtig. Aber ich denke trotzdem, dass der Bestand an Staatsanleihen in den Bankbilanzen ja doch zum Teil recht groß ist. Dadurch, dass die EZB ja alles aufkauft, wäre meine Frage, ist das vielleicht zu düster oder warum denkst du, dass die harte Eigenkapital-Ratio, die Leverage-Ratio, das eigentlich relevant ist? Also ein großer Teil sind sicher Firmenkredite und Immobilienkredite. Ja. Weil ich denke, dass ich habe die Befürchtung, dass diese Rezession sehr schwer sein wird, dass es wirklich hohe Arbeitslosigkeit geben wird, dass viele Leute ihr Einkommen, ihre Arbeitsplätze verlieren und plötzlich Schwierigkeiten haben, ihre Immobilienkredite zu bedienen, dass viele Firmen Schwierigkeiten haben, die bestehenden Firmenkredite zu bedienen. Und eben, wie gesagt, es braucht nicht viel, oder? Es ist wirklich ein paar Prozent Verluste auf das Kreditbuch und das Eigenkapital ist weg. Deshalb, ich meine, was natürlich gemacht werden kann, und das werden die Regulatoren auch auf jeden Fall tun, ist eben diese
alle Register ziehen, dass man die Kreditverluste nicht realisieren muss, dass man keine Abschreibungen tätigen muss, dass auch die Eigenkapitalvorschriften selbst gelockert werden. Aber das Problem ist, diese Banken werden zu Zombie-Banken. Die müssen, falls wir innerhalb von dem System nochmals eben das Tokio-Szenario zum Laufen bringen wollen, müssen wir sie rekapitalisieren. Und ja, das wird teuer. Okay. Schön. So, dann haben wir noch den Bastian, glaube ich. Wir haben noch den Bastian, aber da klappt es mit dem Audio nicht. Deswegen würde ich den Leo, der vorhin noch eine Frage gehabt, allgemein als letztes dazwischen schalten. Ja, guten Tag zusammen. Meine Frage war, ob eine Finanzkrise auch zustande gekommen wäre, hätte es die Corona-Krise nicht gegeben. Also wie quasi die Situation vorher war und ob es da auch zu Bailouts hätte kommen müssen, um sozusagen das ganze Finanzsystem zu stabilisieren oder ob das jetzt wirklich nur aus der Corona-Krise hervorgeht, diese Situation. Also ja. Genau, diese Frage vielleicht der Maya nochmal abschließend mit einer kurzen Zusammenfassung auf ihrerseits. Ja. Also ich glaube, man kann den Finanz- und Bankensektor mit einer älteren Person mit Vorerkrankung vergleichen. Also die wäre anfällig gewesen für viele Dinge, hätte vielleicht sogar irgendwann mal ja ihr natürliches Lebensende gefunden und ist jetzt halt durch diese Corona-Pandemie besonders angegriffen. Ich denke, dass man jetzt dennoch alles versuchen wird, ja, wie man das so auch mit entsprechenden Patienten macht, diese Person weiter zu retten, zu beatmen und einfach weiter zu schleppen, wenn man so will, weil man einfach nicht vorbereitet ist auf die Dinge, die wir jetzt gerade besprochen haben, dass man da eine geordnete Chapter 11-mäßige Restrukturierung hinkriegen könnte. Denn eins dürfen wir ja nicht vergessen, bei den Banken ist es ja so, dass sie ja nur einen Teil der Gläubiger hereinziehen können, nämlich die Gläubiger, die tatsächlich keine Geldhalter sind. Denn wenn sie die Geldhalter auch noch mit hereinziehen, dann haben sie natürlich einen Kollaps des Geldsystems. Das ist nun mal, und da predige ich jetzt wahrscheinlich zu den Bekehrten, das ist ja nun mal ein Nachteil unseres gegenwärtigen Kreditgeldsystems, dass eben diese Banken nicht, oder leider könnte man sagen, leider nicht den vollen Bail-in, der vielleicht notwendig wäre in dieser Situation, verkraften könnten, weil sonst das Kreditgeld futsch wäre. Ich denke letztendlich, und das hatte ich eigentlich schon ja vor Jahren gedacht und formuliert, dass die Finanzkrise von damals letztendlich dann in einer Geldkrise enden wird. Alles das, was man hätte tun sollen oder tun soll, hat man nicht gemacht und wird man jetzt auch nicht machen, sondern man wird einfach versuchen, das Problem mit noch mehr Geld zu lösen. Und wenn vorher die schwachen Kredite vielleicht auf die Bilanzen des Staates gewandert sind, dann wandern sie jetzt auf die Bilanzen der Zentralbanken. Und wenn sich dann die Leute anschauen, was ist da noch an Werthaltigkeit vorhanden, was jetzt durch Geld finanziert wird, werden sie irgendwann mal erkennen, da ist halt wenig Werthaltiges da. Und dann werden wir vermutlich Flucht ist jetzt nicht, dass es überrascht, dass es so schwungvoll kommt, aber sagen wir mal ein Zurückziehen aus dem Geld ziehen. Das heißt also, wir werden in eine Situation meines Erachtens hineinkommen, wo die Leute ihre Geldhaltung auf das Minimum reduzieren, das nur noch als Transaktionsmittel verwenden und eigentlich eher in andere Mittel zur Wertaufbewahrung hineingehen. Das sehen Sie jetzt auch schon, dass das doch einige Leute denken darin, dass der Goldpreis seit einiger Zeit doch ganz kräftig gestiegen ist, hatte jetzt in der Krise einen kurzen Rückschlag, weil die Leute natürlich dann Liquidität brauchen,
Aber ich glaube, dass der Goldpreis sich in dieser Situation weiter nach oben entwickeln wird. Okay. Simon, hast du noch eine Wortmeldung? Nee, ich denke, wir haben heute viel besprochen. Wir wären jetzt Wortmeldungen technisch soweit durch. Ich glaube, viele von den Diskussionen waren spannend und aufschlussreich. Mit Sicherheit auch sind diese fortzuführen, vielleicht auch bilateral im Nachgang. Ich glaube, da gäbe es potenziell spannendes Diskussionspotenzial. Wir werden diese Veranstaltung wieder als Audio-Podcast morgen online stellen und auch an alle Teilnehmer schicken. Und nächste Woche, am Donnerstag, werden wir das gleiche Format mit Professor Josef Huber wieder starten. Diesmal zum Thema, inwiefern das Vollgeld eine Krise sein kann. An der Stelle auch nochmal vielen Dank für unseren Experten heute. Herr Mayer, vielen Dank. War wieder sehr, sehr aufschlussreich. Bitte schön, war mir ein Vergnügen. Ebenso auch vielen Dank an unseren Gast, Jonas McMillan. Auch das war aufschlussreich. Ich hoffe, die Kleine ist im Bett. Ja, sie ist jetzt im Bett, gern geschehen und danke auch, es war wirklich spannend und interessant. Ja, meiner Seite auch vielen Dank und wie gesagt, wir haben es ja schon öfters, wir haben ja als Verein das Vollgeldsystem, mit dem wir uns auch schon länger beschäftigen und das wird sicher nächste Woche sehr interessant. Mit Vollgeld aus der Krise, was kann man da diskutieren? Josef Huber wird dabei sein. Ja, ich wünsche trotz der seltsamen Umstände ein schönes Osterfest und vielleicht sehen wir uns den einen oder anderen nächsten Donnerstag wieder. Alles Gute. Tschüss. In diesem Sinne, schönen Abend, viel Gesundheit.